Guten Morgen, Leute. Heute war das Aufstehen so extrem schwer irgendwie. Ich habe meine Augen nicht aufbekommen. Ja, auf jeden Fall ist gerade 4:10 Uhr. Ich habe noch so ungefähr 50 Minuten zum Essen. Also alles gut. Ich bin nicht zu spät dran. Ich bereite kurz das Essen vor und dann will ich auch direkt wieder schlafen gehen. Ich habe mir jetzt einfach zwei Toastbrote mit Frischkäse zubereitet. Da kommen jetzt noch Eier rein und dann hauen wir richtig rein. Alle, die bisher nicht gefastet haben, wir sind ja schon so fast bei der Hälfte angekommen. Steigt einfach mit ein, Leute. Denkt jetzt nicht, boah, ich habe die Hälfte schon verpasst, jetzt brauche ich gar nicht mehr fasten. Steigt einfach mit ein. Zieht den Rest noch durch. Am Ende des Tages zählt die Intention. Zieht einfach mit, hatte. Ich glaube an euch. So, ich bin schon wach mit dem Eiers. Ich schneide hier gerade das neue Video fertig. Und der Kleine hier hat schon Hunger bekommen, der Mann? Ja, er will irgendwas essen. Nächstes, Jason? Bu, ne o? Tamam vereyim sana gel. Gel buraya gel. Çak. Was geht ab, Leute? Ich bin auch wach. Hey, ich durfte wieder mal ausschlafen. Das fühlt sich geil an. Heute ist der, ich glaube, der 13. Ramadan-Tag. Boah, wir haben schon fast die Hälfte um. So krass, wie schnell die Zeit vergeht. Er wollte die Pflanze gießen. Ich habe hier ganz wenig Wasser reingemacht, weil ich habe die Pflanze schon gestern gegossen. Oh, Eiers, du musst langsam machen, annehmen. Tut wohl dann. Jawasch, jawasch, jawasch. Oh, da. Und dann der Koi, oder der Koi. Bitte, nimm die Karte. Guck, siehst du, bitte, Jopische. Man kann einem Kind nicht sagen, es ist vorbei. Erzähl mal, warum ihr Kinder nicht versteht, wenn wir sagen, nee, okay, fertig. Ich meine, wir sagen euch, guck mal, wir haben nichts mehr, geht nicht. Ich habe in einem Video von mir erwähnt, dass man keine Wassermelone zu Sahur essen sollte. Und jeder so, hä, nein, das ist das Wichtigste, ich mache das halt immer. Nein, das muss so sein, warum sollte es nicht so sein? Also Leute, als eine Person, die Sahur studiert hat, aber nur on my own, weil ich habe mir so viele Videos angeschaut und so viele Sachen darüber gelesen. Bei der Wassermelone ist es so, ihr sollt Wassermelone auf jeden Fall essen, aber nicht zu Sahur, sondern zu Iftar. Weil ich weiß, da ist sehr, sehr viel Wasseranteil und ne, ihr habt das Gefühl, dass ihr dann eher es aushält ohne trinken. Aber bei der Wassermelone ist es so, dass euer Blutzucker direkt in die Höhe schießt und genauso schnell wieder runter geht. Sprich, ihr bekommt schneller Hunger bzw. Hungergefühl. Und das ist das Problem, deshalb sollte man das nicht zu sauer essen. Es hat was mit dem Blutzucker zu tun. Aber wenn ihr sagt, ihr kommt super damit klar und ihr könnt nicht ohne, das ist euer Must-Have. Das ist das, was ihr für euch entscheidet, aber ich wollte es nur klären, warum ich das so gesagt habe. Eine kleine Info nebenbei. So Leute, es war wieder Zeit, ich habe geduscht. Sehr tolle Info. Aber ich wollte euch eine Sache sagen. Wie kann man immer wieder von den eigenen Produkten so überreicht sein? Ich verstehe es nicht. Weil ich weiß, wie unsere Produkte performen. Also ich weiß, wie diese Seife hier performt. Aber jedes Mal werde ich selber richtig überreicht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier habe ich gestern einen Pickel bekommen. Ich so scheiße. Das wird bestimmt richtig groß sein, weil das hat sich auch so angefühlt. Dann habe ich mein Gesicht schnell mit der Seife gewaschen. Und heute, was passiert? Mein Pickel ist einfach weg. In ein paar Tagen habe ich wieder eine sehr geile Haut. Ich erwähne es halt immer wieder, weil ich nicht weiß, ob ihr all unsere Videos anschaut. Beziehungsweise vielleicht hat jemand gerade Interesse, diese Seife zu kaufen, aber weiß jetzt nicht, was er damit machen kann. Ich werde mein Gesicht jetzt nochmal mit der Seife waschen, aber ihr müsst wissen, das ist eine intensive Pflege, die Seife. Also wenn ihr wirklich so Pickel bekommt, viele Mitesser habt, so wie ich jetzt gerade auch hier habe. Heute gehen wir zu unseren Freunden, zu Iftar und ich möchte schon ein bisschen fresh aussehen. Deshalb einmal hier die Seife. Nach der Seife ist es ganz, ganz, ganz wichtig, Feuchtigkeitspflege. Die Creme und dann das Öl. Und dann habt ihr schon eure perfekte Basis für eure Hautpflege. Genau, das mache ich immer, damit meine Haut immer so fresh bleibt. Den Link zu den Produkten packe ich auf jeden Fall in die Infobox. Und da könnt ihr euch sehr, sehr viel mehr Infos reinholen oder auf unserer Instagram-Seite von PureEvo. Wollte euch nur kurz Bescheid geben über das Update von meiner Haut. Şoförü de var, gezen, gezen, bastım gaza.
So Leute, wir müssen circa 2 Stunden schon bei denen sein und ich muss das Geschenk verpacken. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also ich liebe Toffifee, habe ordentlich davon gekauft. Ich habe noch eine Duftkerze, ich bin ein Duftkerzen-Freak. Wer zu mir kommt, der soll einfach Duftkerzen bringen, weil ich kaufe auch jeden irgendwas mit Düften und so, zum Beispiel so wie Traubenduft und so. Wie mache ich das jetzt? Sag mir das mal. Ihr wisst, ich bin eine Niete, was das angeht. Ich kann sowas nicht. Ich bin so ein Opfer einfach. Ich sehe so, wie manche so richtig kreativ sein können. Und bei mir, Gott hat mir Kreativität nicht mitgegeben. Gott meinte, nee, die lassen wir ohne. Egal, dafür kann ich andere Dinge. Hoffe ich mal. So Leute, das ist das Geschenk. Tunjai hat jetzt die Aufgabe, Churros-Teig vorzubereiten und ich habe jetzt die Aufgabe, mich fertig zu machen. Ja, wir sehen uns gleich. Leute, wir werden heute Abend die besten Churros weltweit essen. Ich blende euch mal hier ein Video ein. Das waren unsere ersten Churros. Ich hoffe, das wird heute nicht so. Ich beeile mich mal schnell. Oha, ich habe schon vor langem nicht aufgenommen, ich bin fertig gemacht. Hi. Ich hoffe, es freut euch. Ihr kennt mich. Ich mache mich jetzt nicht so heftig fertig, aber ne, dass ich noch in Ordnung aussehe. Leer, meine Flasche, leer. Bis zum letzten Dings benutzen. Da ich davor die Pflege drauf hatte, habe ich jetzt nur das Spray benutzt, damit mein Make-up halt trotzdem noch frisch aussieht. Ich glaube, ich werde nicht mal Foundation benutzen. Einfach mal nur Concealer. Das ist wirklich so krass, wie das so mit uns ist, also mit den Freunden, also sei es mit Marisa und Emre, die werden halt auch dort sein heute. Wir freuen uns auch auf die. Haben uns auch etwas länger nicht gesehen, weil Marisa krank war, die Arme. Hatice und Enes, wir sind irgendwie so alle voll gleich so. Wir lachen so über denselben Scheiß. Mir ist auch gefallen, dass das Wort Scheiß mein Lieblingswort ist, glaube ich, wenn ich rede. Das ist halt so, dass wir uns wirklich auf Anhieb richtig gut verstanden haben. Davor haben wir uns halt wirklich nur auf Instagram und so gefolgt. Und dann haben wir einfach aus nichts erfahren, dass wir so nah beieinander wohnen. Zum Beispiel Marisa und Emra wohnen einfach 5 Minuten von uns entfernt. Und Hatice und Enes wohnen 1/2 Stunde von uns entfernt. Das geht halt auch noch. Das ist schon schön. Naja, ich mache mich jetzt komplett fertig. Danach melde ich mich bei euch wieder. Ready. Eigentlich wollte ich noch meine Haare glätten. Aber ich habe keine Zeit, deshalb gehe ich einfach so. 100 Gramm Zucker. Leute, das Ding ist einfach auch eine Waage. Dieser Thermomix ist echt idiotensicher. So, da kommt jetzt noch ein bisschen Zimt rein. Und dann müssen wir das vermischen. Leute, auch wenn ihr keinen Thermomix habt, Churros gehen ganz einfach. Probiert es einfach aus. Im Internet gibt es bestimmt auch voll viele Rezepte. Also wir haben das erste Mal in Paris Churros gegessen. Die waren schon richtig lecker. Das letzte Mal, als wir die im Thermomix gemacht haben, sahen die zwar ein bisschen komisch aus, aber die haben richtig lecker geschmeckt, finde ich. Und heute machen wir das richtig. Dann schmeckt das noch geiler und sieht auch richtig heftig aus. Heute Abend werden alle Churros süchtig. Jetzt nehmen wir Sonnenblumenöl. Warum kannst du dieses Wort nie aussprechen? Schatz, warum bist du langsam? Ich berechne gerade. Ist ja nicht so, dass wir unter Zeitdruck. Ich mache Satz des Pythagoras und binomische Formel und dann berechne ich die Tiefe des Öls. Und dann dem reinschütten. Und dann Pi mal Daumen, ne? Pi mal Daumen und Dings, Gravitation. Und ja. Es ist auch wichtig, wie schnell dieses Öl runterfällt. Du kannst, glaube ich, das Wort Öl nicht aussprechen. Gut, ich hätte auch gleich alles einfach reinschütten. Ja, wirklich. Jetzt haben wir 2 Minuten Zeit. Während sich das Ganze dreht, müssen wir 6 Eier reinhauen. Hatte. Ich muss mir echt speziell für dieses Gericht eine neue Spritztüte kaufen, weil damit geht's echt nicht. Das passt zu deinem Oberteil. Was? Diese Spritzdings. Ihr habt die gleiche Farbe. Das wird so bestimmt. Ich hab's extra angezogen, weil ich wusste, wir machen Churros. Ist das dein Churros-Outfit? Ja. So Leute, wir hatten gerade eben eine Panne. Also ehrlich, diese Spritzbeuteltüte, was auch immer. Hier braucht man echt andere. Also Tunja ist gerade nicht da, er zieht Eier an und ich habe versucht, den größten Churros zu machen. Wie geil sieht das bitte aus? Ich möchte dir was zeigen. Das hat das irgendeine Bedeutung? Das habe ich für dich gemacht. Warum ein S? Das ist kein S. Wer ist S? Wer heißt das? Ich bin ein Superman. Ich habe schon eine andere Reaktion. Hast du meine Story gesehen? Was hat das für eine Bedeutung? Es hat keine Bedeutung, ich habe einfach einen ganz langen Churros gemacht. Ach so, um das geht's hier gerade? Natürlich! Ah, hä, das kein ist ein Stück, ach so! Das habe ich gar nicht bemerkt. Das ist dein Ernst?
Leute, was ist hier los? Als würden wir in Urlaub fahren. Als hätten wir so voll viel Gepäck dabei und so. Hier ist ein Reisebett. Okay, wir gehen wirklich auf Reise irgendwie. Ein Reisebett für den Ayaz, seine Decke, seine Tasche. Das sind die Churros, Nutella und so. Das ist das Geschenk. Wir sind voll gepackt und gehen jetzt zu unseren Freunden. Hadi bakalım. So Leute, sorry an die Personen, die gerade keine türkischen Lieder mögen. Warum auch immer, ihr sollt türkische Lieder mögen. Aber ich versuche die ganze Zeit im Auto so Remixe zu machen. Wie findet ihr das? Tuncay meinte, es passt ein bisschen und ich fand es richtig schön. Du musst mitsingen. Uzun havaya başladı. Aman. 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 Bir güne daha böyle başlamak. Pencereden bakıp hep boşlamak. Donar ellerim, susar dillerim. Utanmasa hala beklerim. Sevmedin deme bana bana elde avuçta yok kalpte yaralar var hayatım yalandan oy oy oy. Wie fand ihr das? War okay? War gut, kann man rausbringen. Aber ich brauche jetzt andere Lieder, also nach diesem Lied und danach gucken wir. Danach machen wir ein komplettes Video darüber. Wir sind so lost einfach, ich schwör's euch. Leute, wir sind noch kurz um Iftar essen. İftara mı gidiyoruz, kempinge mi gidiyoruz? Belli değil. Ayaz bize taşıyor. Ya, ne yapacağım? Aa, hoş geldiniz. Hello, hoş bulduk. Hello, baby. Sen adamı kes. Sen adamı kes. Kes. Ne oldu? Ne oldu? Sumu ya, of gelattı da var. Gel hadi gel, geç oynayalım. Gel mi? Bak bak, ne var orada? İstiyor musun? Gel bir. Bak bu dolabı herkese açma ama. Gel. Al. Bak ne var orada. Bak al. Bak bu var. Bu senin boyuna neredeyse. Vav. Ayaz bak bu tam senlik al. Aynen o tam senlik. Buradan tut. Bak şuradan. Ha tut oradan. Piu piu yap hadi. Vur hadi vur vur vur. Piu piu yap. Wow, ters tutuyor bir de. Mariza ist auch da. Hi. Leute, schaut euch mal bitte den Tisch hier an. Sie hat so viel gemacht einfach. Hat sie? Ich glaube, sie hat gar nicht auch nur sogar an sich gedacht. Ich weiß hier. Das ist doch nicht normal, was sie alles gemacht hat. Hier, guck mal, da, da, da. Jetzt macht sie auch noch Reis. Reis habe ich vergessen zu machen. Egal. Und Ayas ist vor seinem Essen, weil ich habe ihm noch ein bisschen Kartoffeln hier reingemacht, damit er mit essen kann. Ayas, Ayas. Okay. Ich mach kein. Du hast gerade das Wichtigste, das Witzigste, hast du nicht auf Video. Was war das Witzigste? Okay. Hallo, ich möchte es nochmal hören. Erzähl. Wir haben jetzt eine Vorstellung. Wir machen mit Ajun hier ein Fußballturnier in Stuttgart. Und wir müssen als Firmen dabei sein. Wir haben gesagt, wir machen Sponsor Pure Ebro. Oh. Wenn wir Tore schießen, dann macht der eine so Fuß, dann holen wir so deine Seife und dann machen wir so. Warum hat man immer mit unserer Seife die komischsten Werbeideen? Das verstehe ich nicht. Boah, was sind das für Sachen hier? Annehmen! Hatice hat den Geist vergessen. Und die hier, die sind so hungrig wie irgendwelche Tiere und warten am Esstisch. Mein Mann. Ja, dein Mann. Ich habe einfach alles vorbereitet. Was haben wir denn? Keşke onu çekseydi. Alındım bayağı. Bana hayran gördüm. Guck, nur mein Mann ist nicht gekommen. Der muss auf Kind aufpassen. Also es ist auf jeden Fall schon Zeit, die dürfen essen, aber wir können noch nicht, weil der Reis noch nicht fertig ist. Herzliche Reis haben wir bald. Schon, herzliche Reis haben wir. Oder wie gibst du den Sound gar nicht? Wenn jeder Bruder ja noch... So weiter. Ihr merkt ja, wie es Reis nur tun. Oh mein Gott, Leute, habt ihr das mitbekommen? Nein, jetzt. Ja, was? Salat yok. Su yok. Bitte. Özür dile. Hadi, ich yapıyorum. Valla. Buradan böyle ben... Bunu yiyorsun, bitte. Der Einzige, der nicht gekommen ist, ist Tuncay. Die kommen die ganze Zeit dahin und machen Rambazamba, weil die nicht essen können. Ja, ja. Hatice, senin yüzünden geç yemek yiyorum. Er sagt, bu iki oldu, senin yüzünden yine geç yemek yiyorum. Warum da? Hey Leute, ganz gut. Wer hat klar gesagt? Ben yoksa komple unutmuştum onu. Sen dedin, bizim sevindin de. Ondan bir baktım, bura boş. Bir şey eksik.
Oh, oh. Die kommen jetzt, ne? langsam ist kritisch. Alter. Langsam ist ernst. Hola, Dominik. Hi. Hi. So tut, als würden wir vorbeilaufen. So, wir haben jetzt die Kamera von Epo und Hyunjae und bauen ein bisschen Scheiße. Joppa. Uwe. Oh. Ich bin der Tischung, ich bin auch dabei. Also, mir wäre niemals eingefallen, dass ich die Churros-Dinger so hinstelle. Bravo! Papas krass! Papas krass! Bunu süs olarak kullanabilirsin. Sen güzel bir ev hanımı olsaydın, onu böyle buraya palme olarak Dubai feeling verdirebilirdin. Mir ist aufgefallen, buraya geldiğimizden beri senin ev hanımlığını şey yapıyor burada. Bro, desin mi so? Demir aynı evim so. Herkes öyle. Wir alle... Sana ne yapacağım biliyor musun? Ha. Sen bizi çağıracaksın, sen hizmet edeceksin. Hadi seni biraz çarpalım. Tut. Bir dakika. Bitti. Çok iyi gidiyor. Bitti. Buraya kadar konuşacağız. Öyle boş boş laf etmek yok. Seni kocama değil. Enes! Enes temizlik yaptı. Ben baktım ya şimdi şalan. Valla Allah tebrik ederim. Öyle değildi. Also, ya diyor ki yok. Güzel iş yapmadım falan diyor. Yok bunu güzel koymadım falan. Kesinlikle parmak lazım. Sorry, aber wir sind alle 100% zufrieden mit Hatice, nur du nicht. Ja. Leute, ich habe hier gerade richtig Dings gemacht, du stresst mich immer. Hallo, jetzt jeder probiert meinen Churros oder unseren. Oh, bei mir läuft viel, oder? Gut. Hast du es gemacht? Mein richtig gut. Wow. Oh mein Gott. Die sehen voll weich aus. Ne? Die sind jetzt auch weich geworden. Die sind ein bisschen weich. Der tut immer weich, aber schmeckt richtig lecker. Thermomix. Nein, sehr, sehr gut. Valla. Yüzünüzden fotoğraf verin. Evet. İyi ki hayat. Hayır olsun. Hayır olsun. Flop dir sowas. Nein. Bak Melodi verdim arkadan. Bir kitçi. Etwas, was wir morgens benutzen, wir Frauen. Zahnpasta. Wir schmieren uns das ins Gesicht. Creme. Creme. Das ist das zweite Wort. Das erste Wort ist nicht trocken, sondern für was machen wir das? Feuchtcreme. Zusammen? Feuchtigkeitscreme. Ja. 5 Punkte schon mal weiter. Also Feuchtigkeitscreme. Also, es gibt ja Alarmanlage. Alarmanlage. Genau, das ist das erste Wort. Also, das ist eigentlich ein Wort, ja. Aber das ist in dem Wort drin. Und wenn zum Beispiel ein Hacker sich reinlegt. Sicherheitskontrolle. Nein, weil, nein. Sicherheit. Erklär noch ein paar Sachen, was es sein könnte. Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheits. Weiter kann sich der Hacker Sicherheitslücke. Einen. Okay. Am Samstag Morgen. Üffi, warum bist du so? Scheiße, Sütchen. Putzelbaum. Zahnarzt. Helfer. Zahnarzt. Was? Ich sehe das nicht ein. Ey, ich schwör, ich bin gerade richtig motiviert und ich erwarte von euch. Los, ne? Höchstleistung. Aha. Apfel. Auto, Auto. Ohne. Nein. Oder ohne Welle. Nein. Was für eine Welle? Bogen. Raubhinde. Regenwurm. Wurm. Wurmloch. Ja. Mann. Was kann das sagen? Das war gut. Welche war 5 war das? 5, gell, ja. Was muss ich da machen? Wiederzeichnen. Wiederzeichnen. Okay, egal, aber ich habe noch voll die Schwede. Ja, das ist echt. Ödem Jack. Eine Vase. Ei. Eierhalter. Eierhalter. Eierschale. Nee, Eierständer. Eierständer. Oh. Die verlieren gerade Zeit, ne Dür? Was sagt die Zeit? Ey, bitte, 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 bitte. Das sollte Goofy sein. Ja, so klar. Welche Eierbecher? Welche? Ja, eigentlich wäre es schon mal Eier, ne, die? Welche? Wow. Hey, hat es niemand von euch gesagt? Fuß. 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 Nagel, Fuß, Pilz. Fußpilz. Warte, probier mir. Niesen, Gesundheit. Niesen, Nase putzen. Nase, Rotze. Schnupfen. Erkältung. Schnupfen mal. Richtig. Hey, doch ja, das darfst du schon. Schnupf. Schnupfen, Heuschnupfen. Ah, wie viele Punkte? 4.
Was das? Geld, Geldbeutel. Geldbeutel. Warum? Bruder, komm an, ja. Morgen. Auge. Zwei Wörter. Wie, das war Auge? Was war das? Welche Zahl? Hallo? Augenbrauen. Augapfel. Ja. Die sind so schlecht. Oh, scheiße. Ey, warte. Ohr, Zuhören, Musik, Kopfhörer. Kopfhörer, Kopfhörer, Kopf. Erstes Wort ist Kopf. Kopfgeld. Ja. Geil, Mono, gib ihm. Machst du? Bitte. Bitte, Besen, bitte, hallo, bitte, bitte, du brauchst gar nicht weiter erklären. Nein, nein, da bitte mich nicht. Gerauscht, berauscht, beschickt. Ah, hey, Bruder, ah, nee, Mann, das müsste ich ja sagen. Das müsste ich nein, das ist so etwas, okay, Marosch, du bist, was, du warst, oder ich und du waren in den letzten Tagen? Krank, so. Grippe. Was, was macht man, wenn man krank ist? Schlafen, ausruhen. Nein, nein, hast das. Weiter, was hast du? Nase läuft, verstopft, Kopfschmerzen. Wie Dimme? Das kann nicht sein. Ich kann das nicht schütteln, das geht nicht. Das kann nicht sein. Und du hast bestimmt nicht mal Dinger gekriegt. Wallah, Billah. Ich ist das hier, bitte. Lachgas, Mann, wir können das wissen. Böhle, Mama, Bruder. Lachgas, das ist auch wie Narkose. Ja, bei Lachgas, ich habe halt gesagt, wenn du eins hast, eine andere Stimme. Sag doch zum Beispiel, du bekommst eine Maske auf oder keine Ahnung, was an Öl ist. Nimm ihn, ja. Allah, ja, ich gehe hier weg. Ich will nicht mit dir ein Tier. Eckmann! Eckmann! Jawohl, ja. Solche Schauspieler! Uhr, Rolex! Stoppuhr! Sind das unsere Männer? Schnapp, Jojokuja! Das sind unsere Männer. Ich finde es nicht okay, Leute. Wir haben, ganz nur wegen Hatice verloren. Das kann nicht sein. Soll ich was sagen? Ich habe einfach schlechte Verlierer. Ganz gut. Ich habe am Anfang 15 Punkte reingebracht. Stimmt, die Benno und ich verlieren. 15. Oh mein Gott, das sind Kinder, Leute. Ich weiß nicht. Kindergarten. Ja, wenigstens einmal gewinnt ihr bei überhaupt irgendwas. Ja, ist okay. Wir haben schon gewonnen mit unseren Frauen. I choked up, Cringe. Marisa, Marisa, du hast gewonnen. Okay. Leute, wir spielen Werwolf. Und einer wird jetzt getötet. Einer von den fünf wird jetzt sterben. Ja, Bullshit. Wenn ich mit Job komme, ich mach das immer, hör mir zu. Er wird rot, wenn ihm etwas unangenehm ist. Wenn er etwas verheimlicht, so wie hier in Werwolf spielt. Oder wenn er weiß, er wird gleich rausgeschmissen. Und Benji Marisa. Wenn es nicht ist, dann ist es dann. Geh, er hat ja vorhin, als wir gesagt haben, warum bist du es nicht, wie der Mann sagt. Ja. Hey, du bist wirre, du musst überzeugen, dass du es nicht bist. Okay, dein letztes Wort. Wer nicht horchen will, der muss spüren. Baba. Bye bye. Also, danke für alles. Tschüss. Es ist schon 4 Uhr fast. Alle Leute, ciao. Apo, Leute, ganz Deutschland schläft und wir fahren erst jetzt nach Hause.